Hallöchen, ihr wilden Wikinger. Bombi Odinson am Start. Schlechter der Nex und Greylinge. Und, Odins Liebling. Das kann ich euch sagen. Haha. Glaubt ihr nicht? Selber schuld. So, wir machen weiter. Wir waren ja zuletzt ein bisschen mit Bauen hier beschäftigt, ne? Da bauen wir auch weiter, aber ich habe mir gedacht, wir brauchen ja ein bisschen was zu essen auch, ne? Da sieht's ja gar nicht mehr. Da sieht's ja gar nicht mehr so geil aus. Wir haben nur noch so einen Neckschwanz. Oder einen Nixenschwanz. Das heißt, den bereiten wir uns jetzt mal hier zu. Den lassen wir mal schön zischen und dann währenddessen können wir hier nochmal ein bisschen einebnen. Das hat nämlich letztes Mal, ja, wobei, es hat eigentlich schon gepasst, ne? Oh, es hat gezischt. Es hat gezischt. Boden einebnen, nein. Bloß nicht einebnen. Ich will mein Essen. Bevor es verkohlt. Ist das jetzt da reingefallen? Oder habe ich das jetzt bekommen? Ne, habe ich bekommen. Sehr gut. Okay, dann noch eine Himbeere hinterher. Das Fleisch sieht nicht mehr so gut aus. Vielleicht gehen wir ein bisschen Fleisch holen, oder? Was haltet ihr davon? Lass uns mal ein bisschen Fleisch suchen, oder? Und so einen Pilz mampfen wir noch. So einen Ruhn. Und dann gucken wir mal. Vielleicht ist das gar keine so blöde Idee. Wenn wir uns mal so ein Reh jagen. Wir haben ja bislang durch Kills zum Beispiel oder durch das Sammeln von Ressourcen haben wir ja neue Rezepte bekommen. Wer weiß, wenn wir Rehe töten, vielleicht kriegen wir da auch ein neues. Ich glaube, ein Wildschwein haben wir ja schon erlegt. Das war ja gar kein Problem, oder? Oder haben wir schon eins erlegt? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Aber ist ja auch prinzipiell, ne? Kann man ja auch noch machen. Und ich habe gelesen, tatsächlich, dass diese Feuerstein-Axt hier besser sein soll als die Keule. Das würde ich gerne nochmal überprüfen, aber das geht hier ein bisschen schwer. Ich nehme einfach mal an, dass das der Fall ist. Übrigens, vielen lieben Dank. Heute ist der Tag, wo ich die erste Folge hochgeladen habe. Und ich glaube, das kam bei euch ganz gut an und das hat mich sehr gefreut. Sehr, sehr viele Likes, sehr, sehr viele Kommentare. Fand ich toll. Ja gut, aber die geht schon ab, ne? Alter Schwede. So, die Frage ist, wie kriegen wir so ein Vieh gejagt? Die laufen ja immer weg. Vielleicht können wir uns anschleichen. Vielleicht sollten wir unsere Schleichfähigkeit... Oh Gott. Hi. Vielleicht sollten wir einfach mal unsere Schleichfähigkeit hier einsetzen. Uns heranpirschen an so ein Reh. Und dann... Naja, gut, das klappt nicht so wirklich. Einfach drauf, komm! Bam! Hirschtrophäe haben wir gelernt, okay. Also ich glaube, Jagen ist mit Bogen einfacher. Jetzt pass mal auf, wenn wir schon mal da sind. Also ich wollte das mal gemacht haben, damit wir das Rezept bekommen. Ah, vielleicht für Fleisch, Wildsäue, Wildschwein. Hey! Oh, ein Bogen. Also hat man noch nicht... Uiuiui, jetzt kommen sie aber. Jetzt kommen die Rezepte rein. Wow! Leute! Wir kriegen einen Bogen. Nice. Nice, 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 nice. Ein Bogen. Was? Wer du? Okay. Überhaupt kein Problem. Gern geschehen. Vielleicht können wir mit dem Bogen... dieses blöde Nest zerstören. Wir wurden ja die ganze Zeit, als wir das Nest angriffen, wurden wir ja die ganze Zeit vergiftet. Ach, guck mal. Vielleicht... Oh, das wär's jetzt. Das wär's jetzt voll. Wenn das klappen würde. Oh, okay, gut. Kurz mal rasten.
Nice! Mach mich glücklich. So. Werkbank. Was brauchen wir für einen Bogen? Wir brauchen Lederschnipsel. Und wir haben jetzt auch, oh Gottchen. Wir haben einen Lederschnipsel. Okay, 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 okay. Na gut, dann, tut mir überhaupt nicht leid. Wildschweine, ihr Mistviecher. Ihr werdet sterben. Ihr werdet hart sterben. Exakt genauso. Oh, das ist aber zerfetzt. Das wir haben das Vieh zerfetzt. Wildschweine. Ja, wie? Und jetzt weglaufen? Nein, nein, nein. Du bleibst da. Bleibst du da. Hier ist Löwenzahn. Nehmen wir auch mal mit. Ich bin gespannt, wofür wir Löwenzahn brauchen, aber ich finde es ja grundsätzlich immer sehr sinnvoll, alles mitzunehmen, was man so findet. Und wenn es dann Mist ist, dann... Bam! Wenn es dann Mist ist, dann bam. Wenn es Mist ist, dann kann man es ja immer noch wegschmeißen. Ich glaube, das Vieh hat jetzt gar nichts gebracht, kann das sein? Ich habe auch schon wieder... Kurzzeitgedächtnis lässt grüßen. Ich habe schon wieder vergessen, wie viele Lederteile ich brauche. So oder so, Feuerstein wäre auch nicht schlecht. Haben wir das hier schon gelesen? Ja. Ich glaube, das war eine der ersten Tafeln, wenn nicht sogar die erste Tafel, oder? Oh ja, das ist Feuerstein. Wir müssen ja irgendwann diese Axt auch reparieren. Beziehungsweise, ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie wir reparieren. Da muss ich nochmal... Vielleicht werde ich dafür sogar Google bemühen. Weil ich übrigens auch gefragt wurde, hier, findest du das Spiel gut? Ja, ich find's wirklich gar nicht schlecht. Ich meine, wir sind ja noch Early Access, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich finde es dafür schon sehr stark. Also, der Hype ist nicht ungerechtfertigt. Und es ist halt mal auch so ein bisschen ein frisches Survival-Setting, sage ich jetzt mal. Mal abseits von Zombies und, ne? Und rein im Mittelalter, sondern tatsächlich mal Wikinger. Das finde ich eigentlich ganz cool. Auch diese prozedural generierten Maps finde ich cool. Gibt vieles, das mir gut gefällt. Auf jeden Fall. Oh, was ist das denn hier? Sieht aus wie ein alter Donnerbalken. Alles klar. Hier ist so komisch leer. Ist irgendwie gar nichts. Also ein Haufen Ressourcen, ne? Aber sonst? Man hört Viechers. In der Gegend, aber man sieht sie nicht. Wir sind ja eigentlich auf Jagd. Wir wollen uns ja noch ein paar Wildschweine vornehmen. Aber dazu müssten wir welche finden. Okay, danke Freya, bla bla bla. Mensch, die Freya, die ist aber echt beliebt hier. Ach, guck mal, Necklager. Bam! Bam! Bam!
Wir wählen nochmal, wer hat noch nicht? Du kriegst einen Hieb, du kriegst einen Hieb. Ja, alle kriegen einen Hieb. Links und rechts eine Schelle. Ach, hier wäre eigentlich auch ein schöner Ort für eine Basis, ne? An diesem See. Ah. Ich meine, an sich wäre das ja kein Problem. Wir müssten einfach nur nochmal alles neu errichten. Hier gefällt es mir irgendwie. Ah, schade. Hier gibt es einen Haufen Feuerstein. Ich glaube, wir werden umziehen, Leute. Ich glaube, wir werden diesen Ort hier einnehmen demnächst. Ja, doch. Oh, ich trage zu viel. Okay. Es ist soweit. Ach, guck ihn, altes Haus, na? Wie geht's? Du musst weniger Gegenstände mit dir herumtragen. Ja, ja. Aber looten und so, weißt du, Hugin? Looten macht doch so viel Spaß. Du kennst mich doch. Okay, wir können nicht mehr. Ich könnte auch was zu essen vertragen, ich weiß, ja. So, nu? Geht gar nichts mehr, oder wie? Okay, ich glaube, ich muss das rauswerfen. Vielleicht esse ich einfach mal einen Happen. Das stärkt mich. Ach komm, bei 301 schon. Kannst du nicht mehr weiterlaufen? Was bist du denn für einer? Lusche. Du Wikinger-Lusche, du. Teilen wir halt mal den Stapel. So, weg damit. Euch bringe ich gleich noch um. Dich bringe ich sofort um. Das ist gar kein Thema. Okay, Leute, nee, wir siedeln uns hier an. Hier ist so schön. Hier ist so wunderschön. Ich will hier siedeln. Ich muss hier siedeln. Hier ist so cool. Ich will hier bauen. Ich meine, es gibt ja mehrere Biome, da werden wir sowieso dann auch mal woanders dann, ne? Basen errichten, aber hier ist so schön. Ich möchte hier bleiben. Das ist so ein romantischer Ort. Ich muss hier eine Basis setzen. Okay, also erst wieder die Werkbank, logisch. Zack. So. Und dann schaue ich mal Holzbalken. Vielleicht habe ich gerade das Bausystem gecheckt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wenn wir hier das so ausstaffieren mit diesen Holzbalken erstmal. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Das ist das Einzige, was ich noch nicht so ganz drin habe. Das wilde Gebaue. Aber vielleicht machen wir das doch mal so. Und so und so. Und dann bauen wir hier und hier und hier. Und dann kannst du doch hier jetzt den Holzboden drauf panöpeln, oder? Oh ja, gut, das ist. Naja. Ach Gottchen. Aber dann hast du halt so einen komischen Rand drumherum, ne? Ja, ich weiß noch nicht so recht. Ich bin nicht überzeugt, aber... Aber hier können wir auf jeden Fall... Ja gut, machen wir das doch, komm. Ist doch okay. Das taugt schon als Hütte. Mit Meerblick. Hütte mit Meerblick. Ach toll. Da habe ich richtig Lust drauf. So.
Ja, für die Kiste haben wir jetzt leider nicht. Läuferhirsch, sein Bett, okay. Achso, das war die falsche Axt. Ich meine alleine, weil es halt hier so viel... Station braucht ein Dach. Ja. Alleine, weil es halt hier so viel... So viel Feuerstein auch gibt. Das haben wir halt da oben überhaupt nicht gehabt. So, kleine Mini-Holzstufen. Kriegen wir die da so... So hinge... Geschwurbelt? Mehr oder weniger. Also vom Eingang bin ich noch nicht so überzeugt. Vielleicht, schauen wir hier. Kommen wir hier einfach so? Auch nicht, ne? Mist. Also diese Holzbalkenkonstruktion, die ist doof. Befürchte ich. Ich befürchte, das war eine Schnapsidee. Obwohl, hier kommen wir jetzt. Hier sind wir jetzt schön reingekommen. Zu! Ihr kommt hier nicht rein! Also vielleicht schon, aber. So. Okay. Schlafen erstmal. Bett braucht. Ach komm. Jetzt hab dich doch nicht so spiel! Bett braucht ein Dach. Wenn ich müde bin, kann ich schlafen, wo ich will. Ja, ich glaube, wir werden das alles nochmal abreißen gleich. Ja, jetzt erstmal. Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, man sollte nachts nicht unterwegs sein. Es ist kalt. Es ist unangenehm. Es ist windig. Okay, Axt kaputt. Oh oh. Es ist irgendwie gruselig. Findet ihr nicht? Es ist irgendwie verdammt gruselig in der Nacht. Komm her. Oh, der ist stärker, oder? Ich brauche ganz dringend. Ich brauche ganz dringend ein Dach. Ich will doch nur ein Haus am Meer. So ein kleines Urlaubsresort. Es ist wunderschön. Aber gleichzeitig auch echt gruselig. Ich weiß nicht. Habt doch nicht so viel Schiss, Bombardin. Doch, jetzt ja. Ich habe mich dazu entschlossen, jetzt Schiss zu haben. Stellt euch mal vor, der Baum würde jetzt erwachen oder so. Plötzlich wehren sich die Bäume.
Naja gut, hier können wir immerhin jetzt so ganz normal reingehen, ne? Das ist ganz gut. Ich bin zwar von der Konstruktion immer noch nicht überzeugt, aber... Ich würde sagen, das passt jetzt schon so. So. Oh Mist. Wir bauen uns jetzt einfach, wir bauen uns hier jetzt einfach so eine kleine Hütte hin. Sofern uns das Bausystem lässt. Was doof ist, ich kann hier nicht irgendwie nicht über die... Vielleicht muss ich die Tür erstmal zumachen, damit ich da ein Dach draufsetzen kann. Das kann natürlich sein. Ist das... Ich glaube, es ging gerade. Ich glaube, ich habe da gerade was gesehen. So, einmal hier. Falsch. Das hier wollen wir. So, fehlt nur noch das Ding hier, ne? Zack. Und dann noch irgendwie so ein Giebel drüber oder was auch immer. Aber das reicht doch jetzt, um schlafen zu gehen, oder? Erstmal. Damit wir morgen weitermachen können. Bett braucht ein Feuer in der Nähe. Ihr verlangt Sachen von mir. Ein Feuer brauchst du auch noch. Na gut, dann halt noch ein Lagerfeuer. So. Aber jetzt, oder? Das ist doch in der Nähe. Hier ist ein Feuer, guck mal. Ist das echt zu weit weg? Weißt du was, dann baue ich das jetzt aber... Dann baue ich das jetzt aber wirklich hier rein, ne? Das hier nicht mehr... Ah, Spiel! Du willst mich doch verarschen. So, jetzt aber. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist diese Nacht vorbei. Bequem 4, wunderbar. So, oh, wunderbar, Tag 4. Oh, okay. Aber ich muss auch dieses Dach fertig bauen. Ja, ich würde jetzt da so ein Strohdach. Nein. Ich würde gerne. Ah, Mist. Ich würde gerne so ein Strohdachfirst da drauf bauen. Oder ich weiß nicht, was er. Holzwand 26 Grad oder einfach Holzbalken draufballern? Geht das? Wenn ich jetzt einfach sage, okay. Ah, okay. Ja, wir können das nochmal. Oh. Oh. Oho, okay. Da macht es tatsächlich Sinn mit den Holzbalken. Ah, und jetzt snappt das auch sehr schön. Cool. Jawohl. Leute, neue Bude. Klein, aber fein. Gemütlich. Das gefällt mir noch nicht. Wir werden auch das Bett nochmal neu setzen. Das setzen wir weiter an den Eingang her. Dann können wir nämlich das Lagerfeuer ein bisschen weiter wegsetzen. Kostet natürlich alles. Ich weiß. Aber ich würde es sehr ungern beim Rausgehen aus meiner Bude verbrennen. Ihr kennt das, ne? Ich glaube, ihr habt da auch keine Lust drauf. Gut, können wir jetzt um diese Werkbank herum noch irgendwie... Könnten natürlich versuchen. Mir so coole Holzpfosten. Oh, die können wir sogar dran setzen. Wir könnten das versuchen, das Dach zu erweitern oder so. Ja, die steht aber halt auch blöd da, ne, die Werkbank. Das muss man auch dazu sagen. Bauen wir der Werkbank doch ein... Ach so, wir können... Ach, das ist so blöd hier.
Na gut, dann bauen wir die Werkbank einfach doch hier rein. Erstmal. So. Werkbank ist drin. Und ich hätte hier sehr gerne noch eine Holzfackel. Da wird mir ja nichts abfackeln, oder? Das wird schon passen, oder? Noch so einen kleinen Hirschläufer hier rein, damit es ein bisschen wohnlicher ausschaut. Ah, wunderbar. Schaut euch das an. Toll, oder? Natürlich das Bett. So. Wunderbar. Wunderbar. Nehmen wir in Besitz natürlich. So. Das ist unsere Bude jetzt erstmal. Unsere neue Bude. Ah, ich finde, das sieht gemütlich aus. Das Dach gefällt mir noch nicht so, aber... Das ist okay. Gut, können wir uns jetzt schon den Bogen craften? Bogen, Bogen, Bogen? Nein. 8 Lederschnipsel werden gebraucht, okay. Dann würde ich mir aber jetzt... Ja, für die Kiste auch nicht genug. Okay, okay. Ich bin ja schon am Knüppeln. Essen brauchen wir auch gleich wieder. Was bleibst du da? Du kleiner Baum, du. Du mieser Baum. So. Dich kriege ich auch ohne Topwaffe kaputt. Also wir haben genug Ressourcen, müsste nur mal gucken, ob ich reparieren kann. So, Kiste. Genau. Bauen wir hier hin. So. Dann können wir nämlich hier mal so ein paar Sachen reinschmeißen, die wir jetzt wirklich nicht unbedingt brauchen. Köpfe und so. Wer braucht das Zeug schon? So. Ach, schön. Das ist eine gemütliche Hütte, würde ich sagen. Wir werden die vergrößern. Hier bleibe ich. Also hier ist echt cool. Hier ist echt geil. So ein Haus am Meer, See, was auch immer. Das am Fjord. Ein Haus am Fjord. Ich sag mal, das ist ein Fjord. Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch wurscht. Es ist schön. Es ist wunderschön hier. Hier lässt es sich aushalten. Aber meine Lieben, das soll es für heute wieder gewesen sein. Ich danke recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, gerne liken und kommentieren. Freue ich mich sehr drüber. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und mit Blick aufs Wasser ist es auch schon vorbei für heute. Macht's gut. Ciao.